Hi Leute, ich freue mich, euch begrüßen zu dürfen zu einem neuen Produkttestvideo von mir. Ich bin Alex von www.wasserdichter-mp3-player.com und das, was ihr jetzt schon so vor euch liegen seht, das ist die wasserdichte Tasche von Hama. Hama kennt wahrscheinlich so gut wie jeder, der schon mal irgendwie in einem Mediamarkt drin war. Weiß nicht, ob das eine Eigenmarke von Mediamarkt ist, auf jeden Fall vertreiben die ihre Produkte auf Mediamarkt. Und in den Mediamarkt-Märkten. Ja? Seht ihr schon, ich habe schon mal ausgepackt. Das ist die Originalverpackung. So ist es hier angekommen. Ja, wie man hier steht, so eine blöde Blisterverpackung. Naja, ist ja auch, kennt man. Das war in der wasserdichten Tasche drin. Ja? Size XXL, 135 x 75 x 15 mm und maximal 6 Zoll Handys. Ja? Dann habt ihr hier den Verschluss, ne? Zack, ich gehe mal näher ran. Ich hoffe, ihr seht es dort. Ziemlich gut gemacht. Muss man nämlich so zur Seite drehen, ja? Also einmal so rum. So auf beiden Seiten. Zack. Diese Riffelung hier drauf ist halt ziemlich gut, wenn man dadurch einen ordentlichen Grip hat, ja? Habt ihr auf beiden Seiten. Ich kann es auch mal einmal andersrum halten. Zack. Zack. Und zack. So. Ja, darunter steht dann eben Close und Open. Und dann habt ihr noch so eine praktische Trageschlaufe dabei. Die könnt ihr hier oben einfach durchziehen. Wie ihr seht, habe ich auch so gemacht. Habe ich schon mal vorbereitet. Ich dachte mir, das kostet nur sonst unnötig Zeit. Könnt ihr abziehen, dann könnt ihr es eben so benutzen oder eben reinstecken. Und ja, wie ihr seht, ich habe sie mir in Blau bestellt. Fand ich ziemlich schick. Vom Material her muss ich jetzt sagen, es ist ein dickes Material. Es fühlt sich nicht billig an. Es fühlt sich halt an, wie man es halt so typisch kennt, so von diesen, ja, von diesen, ich sag mal, von diesen Folientüten oder was. Ja, fühlt sich eben nach dieser weichen Kunststofffolie an. Da seht ihr dann mal, wie das innen befestigt ist, hier mit diesen Clips, ne? Und da seht ihr auch noch mal den Riegel, den Verriegelungsmechanismus. Ja, das, wie gesagt. Das war es auch eigentlich schon. Ne? Man sieht es auch hoffentlich. Weiß nicht, ob, ich hoffe, man sieht es. Ja. Dort sieht man es. Dann drücke ich den da rein und so zack, zack. Und dann ist es verschlossen. Ja, beidseitig Sichtfenster. Da ist das Hammer-Logo drauf gedruckt. Und dann wollen wir auch mal zum Härtetest kommen. Ich habe hier mal was vorbereitet. So eine kleine Wasserschüssel mit meinem iPhone. Das packe ich jetzt in diese Tasche rein und werde das iPhone dann mal versenken. Ihr seht, also man kriegt es auch gar nicht anders zu, ne? Muss ich dazu sagen. Also ihr müsst irgendwie auf jeden Fall, ich hoffe, man sieht es hier in diesen Steg hier reinkommen. Ja, wenn ihr da nicht drin seid, kriegt ihr die auch gar nicht zu. Heißt also, ihr könnt auch eigentlich nichts verkehrt machen. Ihr seht schon hier, ah, jetzt geht's, jetzt hat er gerade eingerastet. Ja. Das ist eigentlich so das große Ganze. Einmal, wie gesagt, man kriegt es sonst auch gar nicht zu. So, da ist das Handy verpackt. Nicht wundern, um mein iPhone ist noch so eine Silikoncase drum. Und dann geht das Ganze auch mal tauchen. Zack, so. Dann warten wir mal kurz ein bisschen. Könnt ihr auch mal irgendwie hin und her tauchen, wenn wir wollen. Ja, man sieht schon, das Wasser perlt ab. Alles gut. Was natürlich jetzt direkt auffällt, die Case schwimmt nicht oben. Heißt also, wenn ihr tauchen wollt, dann ist es natürlich ziemlich gut, weil sie euch dann nicht ständig irgendwie am Hals zieht. Ja, weil sonst, wenn ihr tauchen wärt, hättet die Schlaufe um den Hals. Klar, wenn die Case jetzt natürlich nach oben treibt, ist ein bisschen kontraproduktiv fürs Tauchen oder fürs Schwimmen. Wobei beim Schwimmen stört es, ja, kann schon stören, je nachdem. Finde ich auf jeden Fall ganz gut, dass sie halt eben nicht oben schwimmt. Ich könnte es nochmal komplett eintauchen. So. Ne? Zack. Dann nehme ich mir mal gerade ein Handtuch, damit hier nicht alles nass wird. Putze die mal kurz ein bisschen ab. Zack, zack. Seht ihr schon, so ein paar Wassertropfen sind hier jetzt noch drauf. Ne? Aber zack, wir öffnen sie. Da ist jetzt gerade so ein kleiner Wassertropfen beim Öffnen reingelaufen. Das kann jetzt aber auch durch meine Hand gekommen sein. Da seht ihr ihn auf der Case. Ne? Da sieht man ihn so ein bisschen. Kann jetzt aber auch gerade durch meine Hand reingetropft sein. Also dicht ist sie auf jeden Fall, denn sonst wäre mehr Wasser drin. Das passt soweit.
Und ja, im Grunde war es das schon zu der Hammer. Vielleicht gebe ich euch noch gerade so ein, so ja, weiß nicht, ich wollte noch ein paar Eckdaten haben, aber eigentlich habe ich alles gesagt. Die große habe ich zu Anfang erwähnt, ne? Ja, und wie ihr seht, mein iPhone passt locker rein von der Größe. Ich kann es ja nochmal zeigen. Also eigentlich sogar ziemlich gut. Da würden sogar noch größere Handys reingehen. Denn ihr habt ja nicht nur dieses Sichtfenster, sondern ihr habt ja auch noch diesen blauen Rand dazu. Hieß also, wartet mal kurz, ich schiebe mal die Schüssel zur Seite. So, einmal kurz trocken putzen. So, wenn man sich das jetzt nämlich mal anschaut, ups, mit ein. Seht ihr, das iPhone ist, ja, nimmt noch nicht mal ansatzweise die ganze Hülle ein. Hieß also, da passen auch diese ganzen Note-Handys rein. Das steht aber auch dann auf der Produktseite. Passt das Note 2, 3, 4 rein. iPhone 6, iPhone 7, iPhone Plus, was auch immer. Samsung Galaxy, was auch immer ihr habt. Es passt auf jeden Fall rein. Das ist wirklich, wirklich riesig. Und ganz wichtig, ihr könnt das Ding auch in zwei Größen bestellen. Das muss ich dazu sagen. Ich habe die größere Größe gewählt, weil ich mir nicht ganz sicher war, ob ich da nicht noch vielleicht ein paar andere Sachen noch mit reinpacken möchte. Sowas wie, wenn man im Urlaub ist, eine Zimmerkarte oder irgendwelche Schlüssel, ein bisschen Bargeld. Ja, dann habe ich gedacht, bevor ich jetzt mit meinem großen iPhone nachher eine wasserdichte Tasche habe, die zwar groß genug ist fürs Handy, aber wo ich da nichts weiteres reinkriege, dachte ich mir, gut, dann bestelle ich doch gleich lieber eine Nummer größer und bin dann auf der sicheren Seite, dann habe ich auf jeden Fall genug Platz. Ja, und wie ihr seht, passt ja alles super. Ja, ich würde mich wie immer über Kommentare freuen, über Anregungen, was ich besser machen kann, etc. pp. Natürlich aber auch über jeden Like oder über jeden neuen Abonnenten. Und würde mich verabschieden. Hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao.